du bist halt dieser, im Grunde bist du halt ein Bauchladen. Also dein großer Vorteil, dass du so ein flexibler Typ bist, der eigentlich alles irgendwie für jeden könnte, theoretisch, ist dein großer Vorteil, der aber gleichzeitig dein Nachteil ist, und zwar ganz am Anfang in der Pipeline. Also dein Vorteil kommt später zum Tragen, wenn es dann darum geht, spezifisch wirklich Lösungen bestmöglich zu lösen, Probleme bestmöglich zu lösen. Das heißt, dir werden Probleme dann anvertraut, wenn du zwar schon wirklich tief, also schon quasi beim Arbeiten bist mit dem Kunden, dir werden Probleme anvertraut und du findest dann nicht einfach nur nach 15 Lösungen oder die dir vorgeschlagen wird, sondern du findest vielleicht noch eine viel bessere, an die niemand gedacht hat. Das ist der große Vorteil, aber der kommt erst ganz weit hinten. Ja, ganz weit vorne ist es, was da dein großer Vorteil ist dein absoluter Nachteil. Das heißt, solange du den vorne nicht wirklich das Maximum, was du rausgezogen hast, ist theoretisch alles, was du sagst über dich, falsch. Weil nämlich von deinem kompletten Kuchen, den du anbietest, nur so ein kleiner Teil wahrscheinlich nur relevant ist. Und du weißt ja noch gar nicht, welcher. Also verstehe ich auch. Es ist halt, also